Hallo, das Thema heute ist H-Kennzeichen. Ich habe hier mal den ganzen Zoo aufgefahren und dann unterhalten wir uns mal über die Möglichkeiten des H-Kennzeichens, wie man es bekommt. Das ist auch ein kurzer Film, geht ruckzuck und genauso ist das auch mit dem H-Kennzeichen. Das ist normalerweise überhaupt kein Problem. Fangen wir mit dem an. Der MGF, der kriegt kein H-Kennzeichen, der ist schlicht zu jung. Fürs H-Kennzeichen muss das Auto 30 Jahre alt sein. Und 30 Jahre heißt, die 30 Jahre müssen seit der Erstzulassung vergangen sein. Nicht, dass das Ding vor 30 Jahren auf dem Genfer Salon vorgestellt worden ist. Es kommt darauf an, dass das Auto 30 Jahre alt ist. Das ist dokumentiert in den Fahrzeugpapieren durch die Erstzulassung. Das muss nicht unbedingt eine Erstzulassung in Deutschland gewesen sein, aber eine nachweisbare Erstzulassung. Unser B. hat ein H-Kennzeichen hier kombiniert mit einem Saisonkennzeichen. Also hier April bis Oktober. Das ging früher nicht, jetzt geht's. Ist natürlich sehr sinnvoll, weil vor April macht es oft keinen Spaß und nach Oktober, die 2, 3 Tage, die es dann wirklich noch schön ist, kann man dann auch was anderes machen. Um das H-Kennzeichen zu bekommen, das kriegt man von der Zulassungsstelle, wenn man ein Gutachten nach Paragraph 23 vorlegt. Und dieses Gutachten macht jede Prüforganisation. Also GTÜ und FSH und TÜV, Nord, Süd, Mitte, oben und unten. Alle machen diese Gutachten nach Paragraph 23. Das ist auch keine große Aktion. Das heißt, hier geht zweimal ums Auto rum, der macht ein paar Fotos. Meistens macht er das ja im Rahmen der Hauptuntersuchung und dann hat er den Zustand, den technischen Zustand des Wagens schon gesehen. Mit dem H-Kennzeichen hat man zwei wesentliche Vorteile. Der erste ist, man hat einen reduzierten Steuersatz. Also der Steuersatz sind ungefähr 191 Euro. Und wenn ich ein halbes Jahr habe, bezahle ich die Hälfte davon. Das ist immer noch dafür, dass man wenig fährt, ist das immer noch ganz erwachsen. Das zweite ist, man darf in Umweltzonen einfahren, ohne eine Plakette und ohne einen Katalysator. Und ja, muss man das? Die meisten werden es nicht müssen. Und es gibt auch Autos, für die rechnet es sich nicht. Bei dem Wagen ist es so, dass man dann auch eine Oldtimer-Versicherung abschließen kann und das Gesamtpaket wird dann halt erheblich günstiger. Dann gibt man im Jahr keine 200, nicht mal mehr als 200 Euro dafür aus, dass das Ding eigentlich die ganze Zeit angemeldet ist. Wichtig für das Gutachten nach Paragraph 23 ist der Zustand des Wagens. Also dieses H-Kennzeichen gilt ja zur Bewahrung von automobilem Kulturgut und Erhaltung und Historie und Laberschwarz erzählt. Es kommt darauf an, dass der Wagen in einem Zustand ist. Also erstmal muss der Zustand muss mindestens 3 sein. Und der Wagen darf nicht modifiziert sein. Mit rosafarbenem oder mit pinkem Fell bezogen wird das Auto ziemlich sicher kein H-Kennzeichen bekommen. Aber sonst sind relativ viele Umbauten möglich und machbar, was allein daran liegt, dass da so eine Grenze gezogen wird von Dingen, die 10 Jahre vorher oder nachher in dem Wagen technisch möglich gewesen wären, man auch noch mit einem H-Kennzeichen eingetragen bekommt. Und das wäre zum Beispiel ein V8-Umbau oder solche Sachen. So Kleinzeug, wirkliches Kleinzeug wie Umbau auf Chromstoßstangen. Ich meine, der ist Original Chromstoßstange, aber jeder MGB-Fahrer kennt das Problem von den Autos mit den Gummistoßstangen. Will halt keiner haben, sehen auch scheiße aus. Also überlegt man sich, baue ich um. Ist fürs H-Kennzeichen überhaupt kein Problem, weil das gab es ja original ab Werk. Und den Umbau auf Rover V8 gab es auch original ab Werk. Es gibt Fälle, da muss man ganz einfach sagen, H-Kennzeichen lohnt sich nicht. Also bei dem hier ist der reguläre Steuersatz in der höchsten Schadstoffbelastungsklasse in der mit schwarzer Umweltplakette ist das Ding immer noch billiger als die 191 Euro. Und außerdem müsste ich mein schönes Originalkennzeichen aufgeben. Also kein H-Kennzeichen. Auch die deutschen Prüforganisationen sagen ganz klipp und klar, klassische Fahrzeuge haben erheblich weniger Mängel als Normalfahrzeuge, also als Alltagsfahrzeuge. Und Unfälle aufgrund technischer Defekte
sind nicht nachzuweisen. Ich würde mal sagen, wird es auch nicht geben. Fährt ja keiner mit, wenn es nicht. Die bei der Kilometerleistung, seit der letzten Hauptuntersuchung, ist das Ding wahrscheinlich 200 Kilometer gefahren. Was soll denn da passieren? Es ist halt sehr gründlich, sehr deutsch, wird in anderen Ländern anders gehandhabt. Unser 126er hier bekäme ganz problemlos ein H-Kennzeichen. Der ist 30 Jahre alt nach der Erstzulassung. Der Zustand ist, wenn ich mal fertig bin damit, ist der Zustand auch 3. Und solche Dinge wie ein Umbau auf Chromstoßstangen sind völlig okay, denn die gab es ja original. Das sind ja die originalen Chromstoßstangen vom Fiat 126. Da ist ja überhaupt kein Diskutieren drüber. Das ist so original Fiat, das Originaler geht ja gar nicht. Auch zu sagen, ich habe Borani-Felgen aus den 70er oder 80ern, wäre überhaupt kein Problem. Was eigentlich nicht geht, sind dann so Sachen wie so Nippes-Gepäckträger obendrauf oder dieser Aufziehschlüssel, den immer irgendjemand unheimlich witzig findet, lässt die prüfende Stelle wahrscheinlich durchgehen, obwohl es streng genommen nicht geht, weil es halt nicht zum werksmäßig dazugehört hat. Also so ein, der hat das Original, die Roadster Wheels gehabt, das war 72 halt so. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich will da Speichenfelgen drauf haben, ist das überhaupt kein Problem, weil die Speichenfelgen gab es ab Serie und sind Serienausstattung des Wagens gewesen. Das ist, steht einem dann völlig frei. Was nicht geht, sind so Sachen, so Restomods in Anführungsstrichen Richtung E-Auto. Kann man machen. Macht bestimmt auch Spaß. Macht vor allen Dingen Spaß, das Ding umzubauen. Finde ich total cool. Die Idee ist auch schön. Aber H-Kennzeichen kriegt das natürlich nicht, weil das ist ja genau das Gegenteil dessen, was das H-Kennzeichen will, nämlich den historischen Zustand erhalten. Das gilt auch für Hayabusa-Motoren im Fiat 500. Also original ist Trumpf. So original wie möglich. Was es schon mal original gegeben hat, alles kein Problem, alles, wenn es belegbar ist. Aber wilde Umbauten und dann sagen, das ist historisch, wahrscheinlich nicht. Dafür sind dann auch, braucht man ja auch nicht, weil die Vorteile des H-Kennzeichens sind in Deutschland ja wirklich überschaubar. Ähnliches gilt übrigens auch für die Ausstattung. Also der Prüfer weiß ja nicht, ob da Leder drin gewesen ist, aber Schweinchenrosa wird es original nicht gegeben haben. Gleiche gilt für die Außenlackierung. Im Prinzip darf man nur Außenlackierungen, wenn man die Farbe ändert, wie es hier geschehen ist, 1990. Kann man natürlich machen, sollte aber eine Farbe nehmen, die es damals auch tatsächlich gegeben hat. Also im Prinzip sollte man eine alte BMLC-Farbtafel langgehen und gucken, was einem da am besten gefällt. Ob jetzt schon mal tatsächlich ein H-Kennzeichen an einer Farbe gescheitert ist, weiß ich nicht, habe ich nichts drüber gefunden. Das Gesagte gilt 100% auch für Motorräder. Für die Modifikationen gilt genau dasselbe. Am einfachsten bekommen unmodifizierte originale Fahrzeuge, so wie diese DT175, eine Abnahme nach § 23 und dann resultierend ein H-Kennzeichen. Das H-Kennzeichen, beziehungsweise das kann auch verlustig gehen, wenn also der Zustand des Wagens irgendwann unter die 3 rutscht, dann sagt der Prüfer irgendwann, da muss man jetzt langsam mal was tun. Das hat offensichtlich mehr Alltagscharakter. Historische Wert irgendwann weg ist und das Auto oder das Motorrad halt verbraucht ist, dann gibt's dann ist das H-Kennzeichen weg. Für Motorräder gibt es noch, also nicht für Motorräder, sondern diese Alternative gibt es für alle. Jetzt ist es so, dass die meisten Motorradsammlungen sind ja erheblich größer als die Autosammlung, weil ein Motorrad viel kleiner ist, bewahrt man einfach mehr von dem Scheiß auf. Es gibt noch die 07-Kennzeichen. Wenn er sein Fahrzeug die Abnahme nach § 23 bestanden hat, dann kann man das eintragen in so ein 07er Fahrtenbuch. Also 07 ist also keine Zulassung, sondern das ist ein rotes Kennzeichen, ist als Sammlerkennzeichen bekannt. Da kann man dann die Fahrzeuge, die man so angesammelt hat, in das Heft eintragen und dann kann man damit eigentlich nirgends hinfahren. Also zumindest nicht in Urlaub und nicht zu irgendeinem Treffen ins Ausland. Schon gar nicht nach Belgien und Frankreich. Da geht man schon tollste Sachen miterlebt mit dem Kennzeichen im Ausland. Ich glaube, Schweiz geht jetzt. Aber auch nur auf dem Weg zu einem Treffen und wieder zurück. Also die Fahrt zum Hotel, um dann zu übernachten, das geht eigentlich schon wieder nicht.
Insgesamt ist es so, dass das 07er-Kennzeichen ein sehr kulantes Angebot der seitens der Zulassungsstelle für große Sammlungen ist. Also der Aufwand bei der Beantragung des 07er-Kennzeichens ist hoch. Da muss man Führungszeugnis, gegengezeichnet vom Papst, das ist richtig Arbeit. Aber der regelmäßige Betrieb ist relativ einfach. Also das würde ich jetzt, bietet sich für Sammlungen, wenn man so 3, 4, 5 Autos mit und oder Motorräder hat, ist das eine pfiffigere Lösung als ein H-Kennzeichen. Es sei denn für das Auto, mit dem man wirklich viel fährt und mit dem man auch ins Ausland möchte. Schönen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir haben versucht, so einen Bogen um das H-Kennzeichen zu ziehen. Es ist relativ einfach zu erlangen. Es ist aber auch so, dass es nicht so furchtbar viele Vorteile bringt. Wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Danke, tschüss.